Buonasera, benvenuti all'Agora Ascona. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem Agora Ascona Abend Extramuros in Bellinzona in den SBB-Werkstätten, auf Italienisch Le Officine oder auch La Officina. Da kann man ganz frei sein. Ich begrüße herzlich zu dieser Diskussionsrunde Hans-Peter Gschwend, Journalist, Autor. Ebenso herzlich Felix Hauri, er ist unser Gastgeber heute Abend, er ist der Herr der Officine, man nennt ihn auch Sur Direttore, den Herrn Direktor. Felix, an dich richte ich auch die erste Frage. Wir sitzen ja hier nicht in irgendeinem Raum, wir sitzen hier in einem historischen Salonwaggon. Könntest du das kurz ausführen? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Wir haben hier einen Kunden, das ist der Club San Gottardo von Mindrisio. Die haben sehr altes Rollmaterial und dieses Rollmaterial muss auch gewartet werden. Und wir haben die große Ehre, dass wir diese drei Schnellzugwagen von 1903, das waren noch richtige Gotthard-Bahnwagen, also nicht SBB, dass wir die hier beheimaten dürfen, um gewisse Revisionsarbeiten zu machen, mechanisch vom Schreinerischen her und so weiter, und die Wagen werden nachher ins Museum nach Biasca gehen. Draußen steht Gotthardbahn, also dieser Konvoi wurde gebaut, um auf der Gotthardstrecke zu zirkulieren. Ja. Das war ein echt Schnellzugwagen von Gotthard, spannendes Detail. Mich als Ingenieur, ich finde das wirklich faszinierend. Die ganze Welt hat dreiachsige Schnellzugwagen gebaut dazumal. Und die Gotthardbahn, die wollte zweiachsige Wagen, weil es lohnt sich nicht, da eine dritte Achse mitzuschleppen. Die natürlich gar nicht um Ballast gewesen war, gedacht war, sondern um bessere Verkehrsverhältnisse oder Reiseverhältnisse zu haben. Aber das sind zweiachsige große Schnellzugwagen. Und der Club del San Gottardo hat das jetzt general überholen lassen und wird diese Waggons, diese Salonwagen, es sind ja drei, fahren lassen auf der Gotthardstrecke, auf der alten Gotthardstrecke. Ist das richtig? Jawohl, man wird mit diesen Zügen wird man auch Fahrten machen auf dem alten Gotthard-Trassé. Dafür stehen auch schwere Dampflokomotiven von der SBB zur Verfügung. Also da gibt es alles Mögliche, vom Elefanten, der schweren Güterzuglokomotive, über die A35, das ist eine Schnellzuglokomotive, genauso gut, wie ich vorher erklärt habe, den Habersack. Der wird auch zur Verfügung stehen, um diese Fahrten zu machen mit willigen, nostalgisch angehauchten Leuten. Das ist der ganz schwere, der Habersack. Nein, das ist der leichte. Ich möchte daran erinnern, dass es eine Zeit lang in der Helvetik zwei Kantone gab, einen Kanton Lugano und einen Kanton Locarno. Also das Sopraceneri und das Sottoceneri waren je ein eigener Kanton. Das wäre schade gewesen, wenn das so geblieben wäre. Und wenn jetzt nun faktisch durch diese Verbindungen man zwischen diesen Zentren rascher hin und her reisen kann, nicht den Umweg über Bellinzona oder Catenazzo machen muss, um von Lugano nach Locarno zu kommen, dann ist das nur ein Vorteil für die Bewohner der Südschweiz und für die Touristen. Vi ringrazio molto per questo colloquio e buona continuazione a voi due. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi, caro pubblico. Adesso vi mostriamo un po' la carrozza salone. Il pubblico. Col pubblico. Con gente, no? È molto più bello.